Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Hasefeld 2K19. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Es geht weiter und ja, ich würde sagen, ab geht die Luzi, mit Füsi natürlich. Hallo Leute. Hier, biomäßig sind wir heute wieder unterwegs, ne? Glaube ich. War da nicht was hier in dem Projekt? Irgendwas mit Bio war da doch, oder? War richtig Bio. Bio vom Feinsten, Freunde. So, perfekt. Gut, ich wollte mal schnell hier Friese schon gemacht. Oh, ist nicht dein Ernst, Alter. Ben? Das ist zu krass. So? Das musst du den Leuten zeigen, ey. Dafür müsstest du eigentlich kassieren, ey. Das ist ein Bio-Reifen, hier geht nichts kaputt. Das war eine Bio-Lüge. Alter, ey, ohne Scheiß. Also das, nach so vielen Jahren LS, hätte ich nicht gedacht, dass du das überhaupt traust, Alter. Aber gut, naja, hier ist halt alles zuzurechnen. Das ist, ja. Du wärst einer, der würde auf die normalen Hühnereier den Bio-Stempel machen, oder? Sind wir doch mal ehrlich. Das muss, Tino, das muss. Mhm. Soll ich mal ein paar Hühnchen kaufen? Ja, mach mal. Fahre nämlich jetzt zur Getreidemühle. Ne, fahre ich nicht. Erst tue ich noch ein bisschen. Achso, du tankst gerade auf. Dann fahre ich zur Getreidemühle, ne? Was hätten wir denn gern für einen Huhn? Hätte ganz einen Hahn brauchen wir auf jeden Fall. Ja, genau, zum Befruchten. Und dann braun oder weiß? Weiß. Oder schwarz? Nee, weiß. Alles weiß? Alles weiß. Kauf Hühnchen, ne? Ja. Krass. Allein 1000 Euro die Gebühr, ey. Das ist echt eine Hausnummer. So. Jetzt müssten wir... 76 Hühner haben wir schon, Alter. Ah, läuft ja. Weizengerste brauchen die nur. Weizengerste. So, pass mal auf, was ich jetzt mache hier. Warte mal, den erstmal ganz kurz wieder anstellen. Der kann mal weiter düngen. Dass das hier läuft. Oder soll der weiter düngen? Ja, ja. Ja, nicht der holt den Drescher ja bestimmt auf, ne? Ich lass ihn mal ganz kurz stehen hier. Er ist ja bereit. So, fahren mit dem Kollege mal los. Und gucken mal, ob wir uns... Ob wir Weizen oder Gerste im Lager haben, bin ich mir gar nicht so sicher. Wow. Der Schwerpunkt ein bisschen weit oben, der Kollege hier. So, warte mal. Weizen oder Gerste im Lager, wäre ganz cool. Gerste haben wir 4000 im Lager, das passt. Die können wir erstmal reinknöbeln. Ja. Ich bin aber gerade mit dem Hänger unterwegs. Echt? Ja. Verkaufen oder? Ja, genau, Sojabohnen verkaufen, der Hänger ist voll. Dann sag mal Bescheid, wenn du wieder da bist. Ja. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz was anderes schauen. Und zwar, wie sieht denn das hier aus? Oh, saftig, Alter. Saftig, prächtig. Kann man nicht anders sagen. Trotzdem noch das erste Wachstumsstadium. Okay. Obwohl ich mir nicht so sicher bin, ob das Gras hier in die zweite überhaupt geht. Prächtig. So, sehr schön. Könnten wir schon wieder mähen, wenn wir wollten, aber wir können auch noch ein Wachstumsstadium warten. Uiuiuiui, ui, 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 mein lieber Herr Gesangsverein. Das hab ich mir auch gerade gedacht. Komm, Weg bauen, mal. Weg bauen. Geld ausgeben. Ja, für den Hühnchen. Ja, ja, mach mal. Soll ich ein bisschen modellieren? Modellier mal, das machst da könnt du auch gerne. Da könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare... Jo, mach ich wirklich gerne. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare... Was habe ich jetzt gemacht? In die Kommentare schreiben, ob wir das offscreen machen sollen oder eben, ob euch das gefällt hier, wenn wir das so ein bisschen hier machen. Warte mal, ich wollte jetzt eigentlich was anderes. Was macht denn der?
jetzt. Texturieren, okay. Jetzt brauchen wir erstmal ganz kurz hier den Weg. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, hat man das hier genommen? Ja. Das Problem ist, manchmal, das ist das Problem hier, manchmal kann man es mit der Maus eben machen und manchmal leider nicht. Das ist halt so ein allgemeines Problem, aber wir wissen auch noch nicht so richtig, woran das liegt hier. Ich glaube, es liegt am angeschlossenen Lenkrad, wenn ich ehrlich bin. So. So. Hier auf jeden Fall schön das Ganze hier breit ziehen. Das sieht schon mal gut aus. Müssen wir hier hin da? Ja, hier müssen wir auf jeden Fall noch hin. Hier müssen wir auf jeden Fall noch hin. Könnten wir das mal noch hier ein bisschen weitermachen? Ja, alles schön auskleiden. So, geht uns natürlich leider auch ein bisschen Grasfläche verloren, aber das ist ja egal. Das muss ordentlich aussehen hier. So, das würde ich mal so lassen. Dann würde ich das eigentlich ganz gerne hier noch umziehen. So. Hier so. Genau. Oh yeah. Perfekt. So. Machen wir das mal hier noch. Machen wir das mal noch miteinander hier. Was sagst du? Oh, ich hab den Anhänger weggestellt, sagt, dann steht der nicht im Weg. Ah, guck mal, hier laufen sie. Doch, doch weiße Hühner kaufen, die sind die schwarz. Was? Was? Du sollst doch weiße Hühner kaufen, warum sind die denn schwarz? Ich hab weiße Hühner gekauft. Vom Schatten sein, ne? Alles weiße Hühner. Ah? Ein kleines Chicken Nugget. Hallo, lass mal schön die Hühner in Ruhe hier. Brauchen kein Stroh, nix? Nee, ach, Hühner, Alter. Hast du die mal reingefüllt jetzt, bitte? Was reingefüllt? Ja, du warst mit dem Hänger unterwegs. Komm, füll mal die Hühner auf hier. Na gut. Kann ja nicht wahr sein. Der alte Bummel, die Bummelise hier schon wieder. Das gibt's ja gar nicht. Macht der einen auf entspannt. Ja. Alte Bummelise, so nennt er mich, wenn ich nicht da bin. Alles klar. So. Kurz mal gucken, dass wir hier. Scheiße, dass ich das jetzt gerade mit der Maus nicht modellieren kann. Das macht mich ein bisschen. Das ist gerade ein bisschen doof, ey, wenn ich ehrlich bin. Aber es soll ja auch so ein bisschen wild aussehen, ne? Hier so ein alter Hühnerstall. So, okay. Was denn? Sogar noch was übrig geblieben. Was? Ja, 134 Liter sind übrig geblieben. Du hast es nicht alles reingekriegt? Nö. Echt jetzt? Ja. Das ist krass. Das ist krass. Tu mal den Dings da wegfahren, bitte. So, hier davor ist wichtig, vor dem Schuppen, da muss Kies sein. Und nicht, dass die Räder sauber gefahren werden, ja. Gell, Füsi? Genau. Hat dir ein weiser Mann erzählt, ne? Spaß. War tatsächlich mal Füsis Idee bei NF.
Aber ich glaube, es war auch nicht deine Idee, es war eine Idee des Zuschauers. Nee. Okay. Das war die Idee eines Bauern bei uns aus dem Laden. Ach ja, stimmt. Das hat sie gesagt, ja. So, sehr gut. Okay. Ich denke, das passt so halbwegs. Ja, das Ganze ein bisschen ausmodelliert. Wenn ihr euch fragt, wo die Musik hin ist. Die ist weg. Weg. Dank YouTube. Können wir sich wieder mal bei YouTube bedanken hier. YouTube hat sich nämlich wieder mal gedacht. Chewbacca-Style. Wir claimen hier einfach mal den Content, weil original LS-Musik darf man auf einmal nicht mehr abspielen. Ja, manche Videos werden leider geclaimed und dann gibt es Urheberrechtsverletzungen und ja, dann werden einem die Monetarisierungseinstellungen entzogen und so ein ganzer Fasching. Und da hören wir eben jetzt, also bei mir gibt es noch Musik in dem Sinne und zwar Epidemic, aber leider nur durchs Netzwerk möglich, deswegen hat das Physi leider nicht, weil unser Netzwerk mit Epidemic verpartnert ist. Oh. Und ich weiß nicht, was du halt hast, aber Physi wird dann halt eben die YouTube-Bibliothek nutzen, früher oder später. Genau, aber da hatte ich jetzt halt noch nicht die Zeit gefunden, alles einzufügen, weil ich muss ja jetzt eine extra Playlist machen und das alles. Ja. Ja, ist ja auch kein Problem, denke ich. Ist jetzt kein Beinbruch. Aber ist trotzdem wieder ärgerlich. Ja. Nur mal ein bisschen Wasser noch zu den Schweinen bringen, das geht nämlich auch zur Neige. Und Stroh haben wir noch was im Lager? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, schön geworden, muss ich sagen, gefällt mir gut. Passt. Im Lager haben. Was schau ich mal. Ah, jetzt sind die ganzen Hühner. Oh lol. Okay, 71 Hühner. Wollen wir mal gucken, ob hier auch ein paar Dings produziert werden, ein paar Eier, ne? Wäre schon schön. Oder 70 Hühner. Wir werden auf jeden Fall. Oh, warte mal, da kann ich ja direkt nochmal Hühner kaufen, wenn wir jetzt Geld haben, oder? Ah, oh, habe ich ja gerade gesagt. Kauf mal, Junge, kauf mal. So. Was brauchen wir noch? Schönes. Als nächstes könnten wir auf die Bio-Kühe sparen. 153 Hühner. Ja, Bio-Kühe. Kühe. Naja, wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht noch ein paar Schweine dann mal dazu kaufen. Und das. Der macht hier sein Zeug. Der holt auf, wie schon vermutet. Wo ist auch wieder voll. Dann werden wir jetzt erstmal ein bisschen Wasser holen. Wie geht's unseren Schweinen? Wasser holst du jetzt? Sojabohnen, Raps? Da brauchen wir echt nichts. Das reicht. Ja, wir bräuchten irgendwann mal nochmal Erdäppel. Ja. Da müssen wir mal echt noch eine Aktion machen. Da müssen wir wirklich mal noch eine Aktion machen. Was willst du denn als nächstes ansehen? Gute Frage. Können wir den Rüben oder Kartoffeln ansehen? Haben wir eine Sämaschine, die das kann? Nee. Ich sag mal, den Ernte ausleihen ist jetzt nicht das Riesending. Sicher, dass sie das nicht kann? Ja. Was machst denn du? Im Abtanken. Ja, aber dann bist du gegen Drescher gefahren. War das Slaviner. Das Feld ist noch nicht fertig. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Schwierig. Hier hat er nämlich einiges weggelassen. Kollege. Oh ja, schon wieder leer. So. Und dann heißt's.
Wieder Wiese mähen. Wieder Wiese mähen, wieder Wiese mähen. Was wird er denn jetzt geblockt? Hier kümmert sich schon drum. Jo, ich mach mal eben. Was noch auf dem anderen Feld hier ist, noch nicht mal ganz reif. Was ist denn der Trottel jetzt? Müssen wir nachher mal ein bisschen spulen, ja. Okay. So, wollen wir denn das schöne Wasserfass? Aber, Dino, du willst uns jetzt was erzählen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder. Lasst unbedingt das Däumchen da, das würde uns sehr freuen. Und wir sind erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.